Dann kann man so. Also, ich bin der James Kokobi. Ich komme von der Elfenbeinküste. Und in den 90er Jahren war ich hier in Deutschland, um in der Kunstakademie in Düsseldorf zu studieren, beim Professor Klaus Rinke. An der Kunstakademie Düsseldorf habe ich eine Künstlerin kennengelernt, Anne Berlit, die auch in Essen gewohnt hat. Wir haben lange Jahre zusammengearbeitet. Und er kannte Helge Achenbach. Er hatte eine Idee, einen Kunstort zu kreieren. Und daraufhin hat er diesen Ort gefunden. Und er fragte Anne, ob er jemanden kennt, der auch mitmachen kann. Und zwar ein Künstler, der auch international verbunden ist. So kam er zu mir. Und er hat mir seine Idee erzählt. Und als ich hier kam, habe ich gesehen tatsächlich, dass dieser Ort so wunderbar liegt und dass man darauf was machen kann. Und weil er ein Kulturort sein soll, habe ich gedacht, okay, ich bringe eine Skulptur hier, damit man erstmal am ersten Blick sieht, dass man in einem Kunstort ist. Da habe ich eine Skulptur hingestellt und so langsam haben wir angefangen mit Ideen, Projekten. Das war nicht einfach, aber wir haben an diese Idee geglaubt. Wir haben ein paar Leute zusammengesammelt, die haben mitgemacht, Freiwillige, Freunde. Und im Sommer 2018 haben wir eine erste öffentliche Ausstellung gemacht hier. Da war Wahnsinn, viele Leute waren da. Helge hatte mal eine große Idee und wir haben jetzt vor, einen Park der Sinne zu bauen. Dabei sind wir jetzt. Also es war schon schön, dass wir viel Platz haben, weil ich habe große Skulpturen und die brauchen viel Platz. Und als ich hier kam, war einfach, als ob dieser Platz für die Skulptur gemacht wurde. Und Helge, wenn er eine Idee hat, geht er bis zu Ende. Und wir haben am Anfang gearbeitet. Alles, was man sieht hier, ist hier entstanden. Ja. War am Anfang haben wir nicht geglaubt, dass wir so in einen wunderbaren Ort kommen, weil wir alle verwüstet. Also hohe Gras, wir haben sauber gemacht. Und als die Holzstämme da waren, haben wir gesagt, jetzt fangen wir an, jetzt geht das wirklich los. Ja. So war das, ja. Als ich an der Kunstakademie in Düsseldorf war, habe ich dann eine Skulpturgruppe gemacht aus Pappel. Und mein Professor Klaus Rinke, der sah diese Skulpturengruppe und sagt, wow, Kokobi, die Skulpturen sind gut, aber es fehlt was. Er weiß nicht was. Afrikaner, ihre Skulptur stabil zu machen, wird geröstet. Warum denkst du nicht an Feuer? Brennt einfach an. Ich hatte Angst, ich dachte, wow, ich werde meine Skulptur kaputt machen. Und tatsächlich, als ich angebrannt habe, dann kommt die Kraft raus. Weil Eiche ist so ein wunderbares Holz. Manchmal die Schönheit der Eiche ist stärker als die Idee. Und wenn ich anbrenne, dann kommen diese homogenische Formen. Das Holz ist immer da, so ca. 4 mm Kohle. Und dann ist die Idee da und das Holz auch, ja.